Willkommen zur 15. Folge der Let's Play-Serie. Wir sind kurz davor, in die Renaissance zu gehen. Ich habe inzwischen auch die Punkte zusammen, die ich für ein goldenes Zeitalter brauche. Oh, jetzt habe ich hier gerade noch was gesehen. Die Khmer sind ja aktuell in einem dunklen Zeitalter. Okay, damit, ja, wobei ich weiß gar nicht. Wollte ich gerade sagen, deshalb ist mein Druck höher, bin ich gar nicht sicher. Ich denke, ich habe mehr Druck, wenn ich das goldene Zeitalter habe. Die Frage ist, ob man auch stärker gedrückt wird, wenn man dunkles hat. Naja, mal gucken, wie das weitergeht. Das wird sowieso interessant. Ich habe ja hier auch meine Spione hingeschickt. In einer Runde ist der Laurent bereit und die Genevieve. Oh je, ganz so französischen Namen. Das spricht man bestimmt ganz anders aus. Na gut, wird schon gehen. Mal gucken, wie das weitergeht. Rom hat eine neue Siedlung gegründet. Wo hat er die denn gegründet? Muss man gleich mal gucken, ob das irgendwo relevant ist für mich. Da ist er mit einer Ladung. Wir haben auch noch eine Ladung. Wundere ich mich gerade, Geelong Theaterplatz, da hatte ich doch eigentlich das Alhambra. So, und da ist er. Der erste ist da. 100% Quellen beschaffen. Wie lange geht denn die 6 Runden? Oh, das ist doch gar nicht schlecht. In 6 Runden ist denn der nächste, mein zweiter Spion, auch da. Und der agiert dann 2 Level höher. Das ist doch gar nicht schlecht. Stadt benötigt Nahrung, Gelungen. Ja, mal gucken, wie das wird. Wir müssen das Alhambra bauen. Mal gucken, ob wir das schaffen. 14 Runden ist schon noch eine Hausnummer. Und Wachstum haben wir auch nicht mehr groß. Stellt sich die Frage, ob ich nicht sogar hier noch den. Ich brauche hier eigentlich noch Handwerker. Du hast ja noch. Komm mal ran hier. Das wird auf jeden Fall hier ein Bauernhof. So, dann haben wir in 7 Runden Wachstum, der war wichtig. Aber jetzt brauche ich hier natürlich auch weitere Handwerker. Naja, klar. Für Minen. Ich könnte hier auch noch mal roden. Ja. Muss man mal gucken, wie wir die Handwerkerkarte demnächst reinkriegen. Das ist halt alles nicht so einfach. Vielleicht muss der Künstler mal raus. Hier bin ich immerhin jetzt schon auf Platz 3. Oh, Sion Diok hat jetzt auch einen gewonnen. Jetzt ist er bei 8. Ich bin bei 13. Ja, mal gucken, wie das wird. Ich habe ja auch noch die Universität, die steht noch nicht drin, die kommt gleich noch dazu. Dann habe ich da auch wieder noch ein bisschen mehr. Wenn die Fakten nicht zur Theorie So. passen, ändere die Fakten. So sieht's aus. Jetzt haben wir die Wissenschaftstheorie, Plantagen, eine zusätzliche Nahrung. Das ist auch super. Das wird vor allem meiner Hauptstadt sehr gut tun. Da sind ja Plantagen. Und ansonsten war das Wachstum da, glaube ich, so riesig nicht mehr zuletzt. Wir brauchen eine neue Technologie. Das geht hier alles ganz schön schnell. Ich bin ja hier, wir sind ja noch im Mittelalter und ich habe schon 2 Technologien des Industriezeitalters erforscht. Irgendwie auch witzig. 2 Schiffswerften, na, das wird nicht passieren. Brauche ich aber eigentlich auch nicht. Stufenbrunnen, Sanitäter. Der Runde den ja, naja. Wirtschaftswesen, das wird wichtig wegen Big Ben. Baut 2 Banken, die werde ich irgendwann sicherlich kriegen. Das ist schon so. Aber das wird dauern. So schnell kriege ich das nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich gucke, was ich hier unten noch so habe, also hier ist das auch nicht mehr. Alles nicht wichtig. Steinbruchmodernisierung, nö. Kanalisation, 2 Wohnraum. Tja. Oder muss er die 2 noch bauen? Na ja, gut, dann macht das mal. Ist okay. Wirtschaftswesen.
Schon gut. Die zwei Banken wird wohl nichts werden, aber naja, da komme ich. Ich komme mit meinen Bauen nicht hinterher. Ist aber nicht schlimm. Ich habe sicherlich das ein oder andere nette Weltwunder, das mir da auch hilft. Und so ist es mir irgendwie dann doch lieber. Selbst wenn ich denn da nicht immer gleich alles bauen kann. So, Kupe. Viel Geld. Ja, ist ja gut. Hör auf, dich schon wieder so zu drehen. Das geht nicht. Gut, dann nehme ich hier noch ein bisschen Gunst. Okay, eine Gunst. Alles klar. So machen wir das. Ob sie auch In einer inzwischen die öffentliche Marktwirtschaft hat das Verwaltung hat. Individuum jedoch die Möglichkeit, der Staatsgewalt zu entkommen. Nun gut. Dann sollte ich doch jetzt eigentlich irgendwo die Logistik haben. Dachte ich eigentlich, da ist er. Das ist mir denn doch deutlich lieber als, naja, wobei, das heißt schon deutlich lieber, der Einheitenunterhalt müssen wir mal gucken. 12 hatte ich mit der Karte. Da habe ich jetzt sicherlich ein bisschen weniger Gold, aber das werden wahrscheinlich nur so 4-5 Gold sein. Das ist jetzt wirklich nicht so wichtig. Der muss weiter drinnen bleiben, keine Frage. Bei Indrapura ist das total wichtig. Die kann ich auch nicht aufgeben hier. Dann muss halt der Künstler mal raus, hilft nichts. Es wird Zeit, dass ich die Wunder fertig bekomme, die hier mir zusätzliche Slots geben. Oder eben eine neue Regierung, die mir auch mehr Slots gibt. Jetzt machen wir mal hier die Leibeigenschaft rein für den Künstler. Und hier haben wir dann wohl den Rest der Karte aufgeklärt, ja. Soweit, so gut. Der Glaube, damit sollte ich ganz gut hinkommen. Ein Handwerker, bitte. Wir haben auch einen weiteren Händler, den wir uns holen können. Muss ich gerade mal schauen, das ist in einer Runde, naja, hätte ich mal vor, na gut, das ging halt nicht vorher mit dem Handwerker, naja, mal sehen. Vom Glauben her wäre ja dann noch einer gegangen. Aber ich könnte ja den Händler mir holen. Jetzt weiß ich ja, Granada hat einen Quest. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwo noch einen Quest von anderen Stadtstaaten. Auf der anderen Seite, wenn man sich das so anguckt, Buenos Aires, da waren viele, die Handelswege wollten, aber eigentlich ein bisschen weit weg waren. Marinetradition, das wird nicht passieren. Preslav, das ist auch total im Westen. Großer Prophet passiert nicht. Kandy. Kandy ist im Norden. Wenn ich von Geelong nach Kandy, da oben ist Kandy, da wird er wohl hier so eine Straße durchziehen. Was vielleicht auch nicht so übel ist. Zeig mal. Verfügbare Wege. Rolle, Rolle, Rolle. Na, wo kommen die Stadtstaaten? Ach je, das dauert ja ewig. Dann machen wir das doch mal so. So, wir wollten. Kandy war das Ziel. Das ist teilweise alphabetisch, aber nach H wie Hongkong kommt V wie Vilnius und dann kommt hier unten Kandy. Das ist aber auch. Okay, das heißt, nur von Marseille komme ich im Moment nach Kandy, ja. Das ist natürlich doof. Das ist nicht das, was ich wollte. Granada, uninteressant. Naja, von den Städten, die ich habe. Und Hongkong, Hongkong, Bandar, Brunei. Nee, da ist im Moment leider nichts. Babylon könnte ich auch, aber nichts, wo es einen Gesandten gibt und wo ich hinkomme. Das ist natürlich nicht so toll. Aber dann machen wir es halt so. Dann mache ich einen Händler von Toowoomba nach Paris. Das ist ja dann auch. Oder ich könnte auch von Geelong. Einfach um die Straße zu bekommen. Das ist jetzt gerade der Hintergedanke. Hier haben wir schon eine Straße. Ich könnte von Toowoomba nach Ambos. Ja, das geht hier quer durch. So werden wir das machen. Ein Händler, bitte. Wieso hat denn Marseille jetzt auch schon wieder hier die Stadtmauern drin? Jetzt ist da das Brot und Spiele auch wieder ausgelaufen gewesen. Naja, gut, okay. Dann machen wir es neu.
Dieses, so, du findest immer noch mein goldenes Zeitalter toll, das finde ich super. Da unten haben wir noch ein bisschen was aufzuklären. Dich wollte ich hier rüberholen und da auch noch ein bisschen verbessern. Zwei Bauernhöfe brauche ich da und eine Mine. Also mach dich da mal auf den Weg. Du solltest nach Ambos dort. Ja, 20 Runden, super, das geht genau auf. Man muss er nur einmal hin und her. So, und er hat hier alles aufgeklickt. Dann kannst du hier auch wieder zurück. Passt. Was haben wir hier? Mabodi Tempel. Was haben wir als neuen Quest gekriegt? Eine Eingebung für verbrannte Erde. Oje. Sanitätsversorgung, Naturgeschichte. Das ist alles nicht so toll. Zeig mal kurz. Verbrannte Erde, zwei Feldkanonen. Das wird nicht gehen. Naturgeschichte, ein archäologisches Museum. Naja, das könnte ich vielleicht hinkriegen. Und das andere war sie zwei Wohnviertel. Das könnte ich auch hinkriegen. Jetzt gucke ich gerade, wo sind denn eigentlich die Wohnviertel? Die sind hier Ausrichtungsbaum, oder? Da, genau, Urbanisierung. Na gut, dann mach mal. Machen wir das erstmal so. Ich bräuchte natürlich irgendwo mal Bevölkerung 15. Da habe ich in Paris sicher die besten Chancen, gerade dadurch, dass meine Plantagen jetzt ein bisschen mehr geben. In 10 Runden ist es soweit. Das sollte doch machbar sein. Gut, dann gucken wir uns mal die Widmung an. Wir haben wieder Golden. Khmer hat leider auch Gold. Das hat sogar ein Heldenzeitalter. Das ist natürlich Mist. Mal sehen, wie das geht mit dem Druck. Shaka hat auch Gold. Interessant ist der Australier, der hat ein dunkles. Naja, dann sollte ich den aber eigentlich kriegen. Die anderen haben normal. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier so haben. Wir sind in der Renaissance, deshalb so viel ist da immer noch nicht mit zu rechnen. Wir haben zwar jetzt hier was Neues, das kann ich aber nicht brauchen. Na, warte mal, drei Stadtbevölkerung für Städte, die auf einem anderen Kontinent gegründet werden. Ja, wenn ich jetzt gründe. Aber gut, das wird nicht passieren. Nein, nein, brauche ich nicht. Sag mal, was ist denn hier los? Hicks und Husten, das muss ja wirklich nicht sein. So, gucken wir uns mal die Münzreform an. Die Händler können nicht geplündert werden, was zwar okay ist, aber ja, das Problem habe ich bisher nur auch noch nicht gehabt. Die Handelswege bringen plus 3 Gold pro Spezialbezug. Naja, da können schon ein bisschen was zusammenkommen. Also für Gold wäre das durchaus interessant. Das ist hier wieder eine Religionsgeschichte, die für mich nicht interessant ist. Gut, wenn ich den nehme, dann habe ich ziemlich bald einen Propheten und auch eine Religion, aber naja. Ich könnte natürlich einfach wieder Monumentalität nehmen. Dann kann ich weiter Handwerker und Händler mit Glauben kaufen. Das klingt doch eigentlich gar nicht so doof. Und mit Gold sind die Käufe auch günstiger. Unterm Strich bringt mir das, glaube ich, mehr als die Münzreform. Ja, machen wir mal so. Okay. So, und jetzt können wir natürlich hier, ja, aber erst das Taj Mahal. Wollte ich gerade sagen, Paris, bitte nicht die verbotene Stadt fertig bauen. Mach mal das Kunstmuseum. Gibt natürlich auch ein archäologisches Museum. Das würde mir ja irgendwo ein Heureka geben. Und hier ist es eigentlich egal in Paris. Der hat sowieso, ist außerhalb von allen Städten. Druck wird er nirgends machen. Dann komm mal her. Machen das mal so. Das gibt den Zeitalterpunkte fett, das auch, wenn denn hier in 4 Runden das Taj Mahal fertig ist. Da ist in 4 Runden, ups, der Potala-Palast fertig, was zwar nett ist, aber auch hier. 4 Runden ist zu schnell. Dann machen wir mal kurz die Fabrik zwischen. Der hat seinen Theaterplatz fertig gebaut. Fabrik und Amphi. Ja, in dieser Reihenfolge. Soweit, so gut. Und St. Michel. Ah ja, uninteressant. Okay, das kann mal hier so weitergehen.
Dann schaue ich jetzt gerade mal, was die Handwerkersache angeht. Nun habe ich sie ja doch wieder. 220. Naja, das sieht inzwischen sehr gut aus. Meine Glaubensproduktion, die ist schon echt gut. Die Heilige Stätte in Nantes, meine einzige. Die bringt es schon. Da haben wir die Mauern. Du kriegst hier das Kunstmuseum. Und dann machen wir mal gucken, wie es denn da noch weitergeht. Hier habe ich denn doch auch demnächst eine Fabrik, fiel mir gerade ein. So, dann gucke ich mal hier, Alhambra-Seite. Naja, das war jetzt geklärt. So, du wolltest hier auch bitte Brot und Spiele machen. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Ich hoffe, dass meine Spione hier auch gleich aktiv werden. Mal sehen, der ist nämlich hier schon wieder auf Grün gewandert, wegen seinem goldenen Zeitalter wahrscheinlich. Da ist mein Druck halt deutlich kleiner. So, du bist angekommen. Kein Bonus aktiv, das ist der zweite. Steht irgendwo, wer das jetzt ist? Jenny Webb, das ist die zweite. Die Frage ist, der andere ist ja noch nicht so weit. Die Frage ist, wenn der andere die Aktivitäten hier um 2, also die Level der Spione um 2 anhebt, ob das zählt in dem Moment, wo die Mission beendet wird oder da, wo sie begonnen wird. Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Weiß ich nicht genau. Unruhe schüren, 20 abgezogen. Wie lange braucht der andere noch? Zwei Runden Quellen beschaffen. Ich würde sagen, die wartet lieber noch. In zwei Runden ist der andere ja fertig und dann wird einer von denen Unruhe schüren und der andere neutralisiert den Gouverneur. Ist mir denn doch jetzt sicherer. Ich könnte zwar zwei Runden gewinnen, wenn ich die Mission jetzt schon beginne, aber ich weiß einfach nicht, wie das wirkt. Und jetzt ist natürlich, ja, das ist natürlich genauso, wie ich das befürchtet habe. Ey, sag mal, ich hab doch da gerade das. Gibt's ja gar nicht. Okay, das fehlt dann natürlich auch. Denn konnte es natürlich nicht viel mehr werden. So. Ach so, jetzt. Moment. Kreslach wurde besiegt. Die KI will dann danach. Nach wie vor hinten herum. Das ist jetzt wieder Genevieve. Jetzt könnte sie auch noch einen Horchposten machen. Ne, die wartet nach wie vor eine Runde ab. Ach, jetzt vergesst es. Ja. Jetzt fehlen mir hier diverse Freundschaften und Allianzen. Das ist alles ausgelaufen. Hatten wir noch keine Botschaft? Na gut, du kriegst. Wieder die Wirtschaftsallianz. Botschaft, Freundschaft, Allianz, religiös. Der zahlt ja was dafür. Hätte ich bei 3 Jahren auch versuchen sollen. Wie kann das eigentlich sein? Der kennt. Der kennt nur John Curtin. Also. Naja, so, du kriegst eine Botschaft. Wir sind Freunde. Wir machen eine kulturelle Allianz. Naja, immerhin. So, Sörn, du hast immer noch, das gibt's doch gar nicht. Du willst hier Forschungsnummer 2 sein? Das bist du doch noch. 27, 35. Oh, sie hat aber aufgeholt. Ich habe nicht mehr doppelt so viel Forschung wie sie. Aber trotzdem, wie kann das denn sein, dass sie da keine öffentliche Verwaltung hat? Du solltest hier hinlaufen. Na gut, der Reihe nach, wir haben einen neuen großen Ingenieur, der sofort Stadtbauern und mittelalterliche Bauern Mauern baut. Auch nicht schlecht. Stellt sich nur die Frage, wohin will ich die haben? ich glaube, in Paris habe ich schon Stadtmauern, oder? Sollte man doch eigentlich hier irgendwo sehen.
Stadtmauern habe ich aber die mittelalterlichen noch nicht. Toulouse hat noch gar nichts, würde ich sagen, ja. Der hat Stadtmauern, Na gut, komm, gehen wir mal darüber. So weit, so gut. Das waren die drei Allianzen, die habe ich neu gemacht. Mir fehlt Wohnraum in Toowoomba. So, jetzt laufen die hier wieder, da können wir ja mal wieder gucken, wie es jetzt aussieht hier. Okay, das hat denen schon geholfen, aber wenn ich den Gouverneur nicht ausschalte, dann wird das trotzdem nichts. Tja, sein Heldenzeitalter, das hat natürlich böse reingehauen, aber... naja, mit den Spionen könnte es halt trotzdem was werden. Dafür habe ich die ja. So, du bist hier angekommen. Aber naja, das Feld ist natürlich auch nicht so doll, da eine Mine hinzusetzen. Hier wird sie denn okay sein. Dann machen wir mal ruhig hier weiter. Und machen da eher Nahrung, dass er wachsen kann. Das hilft ja denn auch. So, John Purton, ja, da brauchen wir offene Grenzen. Das war, glaube ich, eine ganze Menge, was du da angeboten hast. So viel ist es denn doch nicht. Na toll. Okay. Dann war das bei der 10. Sammel ein. So, okay. So, da haben wir das für Naturgeschichte. Das gab auch gleich wieder einen Gesandten. Ja, gut. So. Zeig mal. Im Inneren gefunden. Eure Spione werden 24 Stunden um 2 Stufen verbessert. Sehr gut. Dann macht der eine bitte einmal Unruhe schüren. Und der zweite neutralisiert den Gouverneur. Okay, sehr gut. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Das waren jetzt keine 100%, aber die Chancen sind ja dann doch ein bisschen erhöht. Da brauche ich jetzt natürlich auch etwas Glück. Keine Frage. So, dann du bist wieder bei der verbotenen Stadt. Das ist gut, weil in einer Runde haben wir ja das Taj Mahal. Und das heißt, dass wir hier auch... auch den Potala-Palast wieder reinnehmen können. So, da wollen wir mal gucken. Mensch, es ist ja bis 161. Das wird heftig werden hier. So, du kannst dann mal Stadtmauern und mittelalterliche bauen. Sehr gut. Ein Bauernhof, bitte. Das Chip Nizza gebaut worden. Okay. Hast du jemals ein Luftschloss gebaut? Hier ist eins. Auf die Erde herabgebracht und zum Staunen der Zeitalter festgemacht. So, das ist natürlich super. Ich würde meinen, dieses Taj Mahal, das ist sicherlich eins der wichtigsten Weltwunder hier für meine Spielidee. Einfach weil mir das eine Menge zusätzliche Zeitalterpunkte bringt. Viel mehr als alle anderen. Unser Verständnis des Bauwesens. Ein häufiger Fehler, den Leute noch nicht machen, gezählt. Wenn sie etwas völlig idiotensicheres erfinden wollen, es gibt halt immer einen Zeitalterpunkt mehr und gerade im Vergleich zu vielen anderen Weltwundern bringt das halt so enorme Mengen an zusätzlichen Zeitalterpunkten, das ist halt wirklich tierisch wichtig. So, da kommt hier die Wunderproduktion rein. Hier unten war die Karte drin für die Handwerker. Glaube ich. Genau, die ist jetzt hier drin. Also, das ist jetzt die Karte, die entsprechende. Da habe ich wieder 2 Ladungen und 30% Produktion, was sicherlich okay ist. Aber ich glaube, jetzt werde ich denn doch. Handwerker, kommen wir nochmal rein. Lass mal gucken. Du hast hier das Taj Mahal gebaut, das ist toll. Wir haben ja aber auch denn
Guck mal rein, was haben wir denn geplant in Toulouse? Amphitheater, das ist okay. Denn das Handelszentrum, das wird fett mit Bonus. Dann haben wir auch das Aquädukt. Und sonstige Dinge stehen hier noch nicht an. Die Frage, ob wir denn hier roten und mal Industriegebiet, ja, da könnte ich denn schon auch noch mal einen Handwerker brauchen. Dann machen wir das doch gleich. Was wir haben, haben wir. Freundschaft mit John Curtin ist abgelaufen. Okay. Vielleicht sollte ich einfach mal mit wem anders das Forschungsabkommen machen. Ich dachte immer, na gut, Seon-Yok ist auch Nummer 2 in der Welt, was die Forschung angeht. Trotzdem, dass sie die. Ich verstehe es nicht, dass irgendein anderer Fehler ist, warum das da nicht funktioniert. Das kann doch nicht sein, dass die immer noch nicht die öffentliche Verwaltung erforscht hat. Das ist doch nicht möglich. Zumal mit allen anderen geht die Allianz, oder? Hier könnte ich. Ja, nur mit Seon-Yok geht's nicht. Das gibt's doch nicht. Woran kann das hängen? Hat sie irgendwie eine spezielle Eigenschaft, dass man mit ihr kein Forschungsabkommen, also keine Forschungsallianz machen kann? Das kann alles nicht sein. Hi. Na gut, wollen wir mal schauen. Ja, hier kann man eigentlich nichts mehr schauen. Alles aufgeklärt. Du hast noch 5 Ladungen. Ich werde da mal das Ding abholzen. So, du hattest hier das mit den Mauern. Dann komm mal ran hier. Statt Mauern. Zweite. Das war das Schiff Nizza. Da unten geht er hin, ja, das ist okay. 2 nach 10, das leiste ich mir mal, um das Alhambra da mal durchzukriegen. Der Weil ganze das ist halt nur schon eine Palastkomplex ist Weile an einer her, also zentralen im Achse ausgerichtet, der Forschungsbaum ist es Weltachse. relativ weit Alles unten. in den 4 Himmelsrichtungen hängt an diesem zentralen Punkt, den die Paläste darstellen. So, die verbotene Stadt haben wir auch. Sehr hübsch, sehr schick. Das gibt mir einen zusätzlichen Regierungsslot. Erst nun formt er den Schild, den Ungarn. Und wir haben eine neue große Persönlichkeit, den ersten Künstler. Jetzt gucke ich doch mal, wie sieht das hier inzwischen aus? Bei dem Wissenschaftler sehr gut. Wir kommen aber langsam in Regionen, wo man den auch kaufen kann. Da muss ich auch aufpassen. Jetzt holen wir uns erstmal den Künstler. Wir haben eine neue Joker-Politik und Künstler werde ich doch einige brauchen. Schriftsteller könnte ich natürlich auch, aber ach, das ist mir doch. Komm mal ran hier. Den Bautrupp habe ich ja nun mir gerade eigentlich geholt. Stellt sich die Frage, kurzfristig brauche ich eigentlich nicht unbedingt noch einen weiteren. Da finde ich doch bestimmt hier noch andere. Dreieckshandel, Gold und Glauben durch Handelswege. Naja, nach wie vor habe ich nur 2 Handelswege. Das wird zwar noch ein bisschen mehr werden, aber es ist alles in allem halt doch nicht so arg viel. Vielleicht gehe ich doch eher mit den Ausrichtungen hoch und hole mir Theaterplatzboni. Das ist sicherlich sinnvoller. Da wird kürzlich noch viel mehr dazukommen. Mach das mal so. Der Künstler hat kein Ziel, weil wir haben noch kein Kunstmuseum. Hihi. Aber wir werden bald welche bekommen. Da ist ja das Kunstmuseum, das wird auch gleich gebaut. Da kannst du schon mal langsam losziehen. So, da ist mein Bautrupp. Der war ja geplant für hier, für Toulouse. Und dann muss man mal gucken, ob das Feld hier Guillon gehört. Ja, gehört es. Das sieht gut aus. Nach dem Alhambra ist der Theaterplatz geplant und die Waffenkammer. Eine Runde noch, das ist ja nicht schlecht, sehr schön. So, dann brauchst du auch noch Mauern. Geh mal da hoch. Das ist ein langer Weg, aber inzwischen haben wir ja ein paar Straßen.
Das sollte schon gehen. 5 Zeitalterpunkte für die verbotene Stadt. Naja, die geben jetzt wirklich gut Punkte alle. 5 gibt die Wunder jetzt schon. Wo ist das? Tunle San? Ne, Tunle San. Das ist aber nicht bei mir, Jahrtausendflut. Alles scheint hier berechnet, freundliche und glückliche Gefühle zu erregen. Das ist jetzt nur der Militärslot, was soll's. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Auf diesem Wüstenhügel hier hätte ich ohnehin nicht viel wesentlich bessere, tollere Dinge bauen können. Auch nicht schlecht. Das Feld hat er sich jetzt hier auch geholt. Das passt doch super. Okay, Fortbewegung bleibt. Und dann nehmen wir den Einheitenunterhalt. Oh, wir könnten natürlich ja auch Salpeter und Kohle zusätzlich uns holen. Das könnte durchaus interessant sein. Muss ich vielleicht mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das bei der KI ganz gut verkauft kriege, aber das bringt ja auch Gold. Wobei das ein Salpeter und ein Kohle pro Runde. Und hier sind's. Oh, 23, da kommt vielleicht doch was zusammen. Also mal gucken. Okay, das bleibt mal so. Die bleiben. Der Künstler, die Theaterplatzboni gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Wir machen das mal so. Okay, das heißt, er ist fertig hier. Dann kann der mal hier noch eine Miete bauen. Auch cool. Tja, und hier haben wir alles erkundet, ne? Ich werde mal noch ein bisschen hier bei Schackau herumgucken. Ja, drei Runden. Gut, dann holen wir uns hier mal noch den Potala-Palast rein in die Folge. Das kriegen wir sicherlich auf jeden Fall hin. Apropos hinkriegen. Magnus. Boah. Hat er sich wirklich hier von Canberra da das Feld geholt? Ist ja eine Frechheit. Na gut, früher oder später kriege ich das ja. Gut, Magnus, du wechselst mal wieder. Und zwar wechselst du nach Toulouse. So. Und wir haben auch einen Gouverneur zu vergeben, einen weiteren. Und zeig mal. Gold pro Runde für den Bürger der Stadt scheint mir in jedem Fall sinnvoll. Pingala ist allerdings auch, der ist ja in meiner Hauptstadt, das ist glaube ich noch stärker, 100% mehr Punkte hier. Gleich mal gucken, wie sich das auswirkt. So, du musst jetzt hier natürlich warten. Jawohl. Da ist der Künstler, der im Moment noch nichts machen kann, aber gleich kann er. Das ist bei Australien, ne? Tornado-Familie. Aha, na gut. Als ich zum ersten Mal das Dach des Potala-Palastes betrat, fühlte ich mich. Tja, wir sind gerade voll im Wunderbaum-Modus. Aber das hatte ich ja alles durchaus so ein kleines bisschen hin und her geschoben, damit die mit Masse nach dem Taj Mahal kommen, weil es halt einfach extra Zeitalterpunkte bringt. Ich muss sagen, rein farblich, das Ding sieht richtig hübsch aus mit dem Weiß und Rot. Sehr, sehr schick. So, dann kommt gleich auch noch das Handelszentrum von Paris, was 3 Punkte bringen würde, aber mir 4 bringt. Haut auch rein. Und wir sind schon, wir brauchen nur noch 10 Punkte, bis wir ein normales erreichen. Das ist aber auch gewaltig, wie das hier alles reinhaut. Die Fabrik war hier geplant. Ich glaube aber, den Markt nehme ich gerade nochmal vor. Das ist soweit in Ordnung. Dann gucke ich gerade mal noch rennen, nachdem der Potala-Palast da fertiggestellt worden ist. Die Fabrik, das ist soweit korrekt. Machen wir auch noch mal ein Kunstmuseum. Die Mauern auch. Naja, da müssen wir sehen, wir können ja eigentlich auch schon wieder mehr. Ich könnte zum Beispiel hier eine heilige Stätte reinsetzen. Die Alternative wäre ein Handelszentrum, aber das geht natürlich auch woanders noch. Diese heilige Stätte hier, die ist ja wirklich mega stark.
Das kann ich eigentlich nicht weglassen. Nee, die bauen mal hier rein. Machen wir mal so. Fabrik vorne weg. Ja, Fabrik muss sein. Das hilft ja dann auch Ruhen weiter. Uns fehlt hier oben noch eine Fabrik, aber naja, momentan geht da noch nicht so viel. Da wird es, glaube ich, denn 2,4. Da hat man wieder Wachstum. Das wird an den Spionen hängen. Wenn die erfolgreich sind, dann sollte das besser laufen. Wir haben jetzt hier eine zusätzliche Diplomatie-Slot aus dem, von dem Potala-Palast. Und jetzt können wir hier wieder was reinnehmen. Ich werde sicher nicht die Wissenschaftler. Ich überlege wirklich Schriftsteller reinzunehmen, weitere. Oder alle Städte mit einem Bezirk. Und Bezirke haben wir eigentlich überall, kriegen Wohnraum und Annehmlichkeit. Das wäre natürlich eigentlich auch eine gute Karte. Auf der anderen Seite, boah, wenn ich mir in Gold gucke, was hier inzwischen wächst, ist ja auch enorm. Die Handwerkerkarte, naja. Ja, ein Handwerker, wenn ich denn da bei Toulouse noch was machen will. Das werde ich ja auch, aber ich will da auch Felder kaufen. Ja, ja, wir werden mal hier die Felderkaufkarte reinnehmen. Und du bist hier angekommen, gehst in Bereitschaft. Da ist der Künstler, der dann auch Werke machen kann. Das ist mein erstes Kunstmuseum. Naja, okay, ich würde sagen an dieser Stelle, denn doch mal wieder eine Pause. Es läuft doch ganz gut, würde ich meinen. Interessant wird das, wie das hier bei Intrapura wird. Ich habe schon Chancen, aber man sieht schon, ohne die Spione wird das halt ein bisschen schwierig werden. Naja, aber geht schon. Hier unten werde ich erst weiterkommen, wenn hier mein Theaterplatz steht. Wie sieht es hier aus? Da ist rot. Was seltsam ist, weil hier 2,8 steht. Hier ist minus 2,7. Hier passt es. Boah, minus 18. Naja, ich glaube, mit Australien werde ich keine Probleme haben. Die Städte sind alle viel zu klein. Wenn man mal eben mal sieht hier, was meine kleinen Dinger, ehemals kleinen Dinger, muss man ja inzwischen sagen, hier schon für Größen haben, da wird Australien keine Chance haben. Hier muss man denn mal sehen. Naja, wir werden es dann erleben. Für den Moment bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.